So, hallo meine Lieben, da bin ich nochmal im letzten Jahr. Und zwar habe ich euch ja versprochen von der Nagelschickbox Handtaschenparty, die im Dezember gekommen ist, ein Design noch zu kreieren. Und dazu habe ich, wo ist denn der jetzt hin? Da hinten. Habe ich den Lulu Metallic genommen. Ja. Und habe den matt versiegelt. Und wie ihr mich erkennt, werde ich darauf Schnörkel machen und die dann mit so einem Sugar-Effekt mit diesem Glitter machen. Das ist das Black Galaxy. So heißt das. Ja, und das schaut, na, die kriegen wir so schwer auf. Ah, jetzt. Und das schaut richtig, richtig cool aus. Bestimmt auch zu schwarz. Aber ich denke mir mal, schwarz zu Silvester ist ein bisschen heavy. Ich finde die Farbe richtig cool. Man könnte den zum Beispiel matt machen am Ringfinger. Und dann diese Schnörkel machen und die anderen alle glänzend oder auch alle matt, je nachdem, wie man es gerne möchte. Und dann hier vielleicht vereinzelt mit dem Glitter einarbeiten. Schaut bestimmt richtig schick aus. Für die Schnörkel möchte ich gerne auch aus der Box das Wet Look Farbgel Black Devil benutzen, weil das ist ohne Schwitzschicht. Und es ist ziemlich, ja, sagen wir mal, dickflüssig, kann man nicht sagen, aber schön cremig. Und vielleicht kann ich ja damit wirklich schnörkeln. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich nehme es mal an. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr fließt, weil das wäre schade. Da müsste man nämlich in Etappenweise arbeiten. So, ich nehme hier wieder meinen Feinliner. Ja. Ich werde den jetzt erstmal einarbeiten. So. Und schon geht es los. Ich werde da mal so kurz reintippen. Ja. Und dann geht es schon los. Ich werde nur hier oben Schnörkel setzen. Also so ist es an und für sich ganz gut zu malen. Es bleibt auf jeden Fall stehen. Ihr seid im Bild, jawohl. Da werde ich auch nicht zu viel machen. Ich möchte ja auch einfach nur sehen, wie der Effekt ist. Ihr werdet wahrscheinlich wieder sagen, oder manche werden wieder sagen, oh, wie der Schnäkel. Aber ich finde das ganz schön. So, also man kann damit auch richtig gut malen mit diesem Gel. Das finde ich richtig toll. Es bleibt stehen, wo ich es aufgetragen habe. Das finde ich richtig cool.
Und so werde ich das dann auch lassen. Und jetzt werden wir das gleich bestreuen. Da bin ich richtig gespannt. Ob man nachher dann auch das alles noch gut sieht. Weil manchmal drücken die Plättchen auch auf die Farbe und dann wird es ganz platt und dann schaut es nicht mehr schön aus. Aber da lassen wir uns einfach überraschen. Wenn das nichts wird, dann tun wir das abschmirgeln und ein anderes Design probieren. Nein, natürlich nicht, das wird schon klappen. Zu viel Farbe genommen. Obwohl, ich lasse das mal. Vielleicht mache ich da noch was hin. Mal gucken. So, ich werde das jetzt komplett aushärten lassen. Das ist jetzt bei 40 Sekunden. Und dann hole ich euch gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet. Ich habe das jetzt vorsichtig mal abgeschrubbelt. Ja. Wie ich gesagt habe, das verschluckt ziemlich viel. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil ich werde jetzt nämlich mit dem gleichen Pinsel so ein bisschen nachmalen. Und ich glaube, mit diesem Glitzer und Nass-Effekt, also mit diesem Glänzenden dann, schaut das bestimmt richtig cool aus. So, jetzt schauen wir mal. Ihr könnt es vielleicht nicht so viel erkennen. Weil das alles so dermaßen funkelt. Noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Aber ich finde das so gar nicht so schlecht. Also ich finde das, wenn man da noch so ein paar Verzierungen mitmacht,
Seht ihr das, was ich meine? Damit kann man echt total feine Linien malen mit dem Gel. Finde ich schon mal cool. So. Ja, ich glaube, so werde ich das lassen. Könnt ihr das gut erkennen? Muss ich mir nachher anschauen im Video. Also es schaut richtig cool aus, finde ich. Ja, so werde ich das jetzt lassen, nochmal komplett aushärten und dann hole ich euch gleich nochmal zurück. So, das ist jetzt ausgehärtet, hat die Jalousie mal ein bisschen runtergemacht, weil es so hell hier war. Vielleicht kann man es jetzt besser erkennen. Also ich finde das richtig, richtig cool, vor allen Dingen, weil das jetzt glänzend ist da drauf. Also das Schwarze, wo ich nochmal umrandet habe. Ich hole euch mal nochmal ein Stück näher. Aber es funkelt auf jeden Fall wie die Hölle. Ich finde den richtig schön. So, und mit diesem Design verabschiede ich mich auch dieses Jahr von euch. Wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, ins neue Jahr. Und wir sehen uns im nächsten Jahr natürlich wieder. Warum ist denn das jetzt so dunkel? Und vorhin war es so hell. Ich so hingehe. Ich meine, komisch. Naja, dann halte ich ihn so. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Mit wieder schönen Designs. Und bis dahin wünsche ich euch viel Gesundheit. Kommt gut rüber, wie gesagt. Und bis zum nächsten Video, eure Marion. Ciao!